Freunde, und willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt zum 30. Part. Und zwar kümmern wir uns jetzt um Sigiroifens Schatz. Da machen wir weiter, und wenn wir das dann soweit haben, denke ich, können wir uns dann auch auf nach Skellige begeben. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Also, wobei soll ich dir helfen? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Er droht uns. Und eines uns. Noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Gucken, was uns erwartet. Krass. Bitte folge mir. Ja, das haben wir ihn angetan beim allerersten Krieg. Zwischen Norden und dem Süden. Ja, ich folge ihm, aber... Oh, Geralt, Alter. Wenn ich wegen dem Controller da die Treppe runtersegel, dann bin ich tot. Ja, natürlich benutzen. So. Ja, hier gibt es bestimmt einiges zum Mitnehmen. Auf jeden. Hat er mich gerade beleidigt? Oh, nicht schon wieder. Bart. Bart? Ja, da bin ich mal gespannt. Bart, hör auf damit. Sofort. Er hat einen Filztroll bei sich im Keller. Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bad bewachen. Dann nach dem Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Ah, komm, wir helfen ihm. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Dann mal los. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wollen nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipse, Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion.
Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchen Idioten abgeben müssen. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na, na. Kopf hoch. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fox. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fox, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste Gegengift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Dankeschön. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auf. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. So, gut, das haben wir drinnen. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee, ist abgeschlossen. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Schwarze Pilze. Nehme ich auch mit. Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Wieso ist hier noch was? Ja, das habe ich mir doch schon angeguckt hier. Hey Bart, hast du kurz Zeit? Zeit? Boah, ich wollte doch mit dem gar nicht reden. Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Der ist wohl. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Gut, danke für deine Hilfe. Mach's gut. Hilfe. Gut. 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 Aha.
Platz hier. Ich muss mich hier mal umsehen. Guck mal einer an. Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Marmor. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Es war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Venusgitter. Da passt nicht viel durch. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Ich hab einen zu viel eingenommen. Da passt nicht viel durch. Ich muss hier raus, solange es noch geht. Venusgitter. Da passt nicht viel durch. Oh, schön. Kann ich meditieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Verdammt, keine Luft. Muss hier raus, solange es noch geht. Ich komme näher. Oh, sehr schön. Hier geht's weiter. Gehen wir mal nach oben hin. So. Da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Abgeschlossen. Sehr schön. Viel zum Mitnehmen hier, Leute. Aber hier gibt es, nichts. Oder finde ich hier noch was? Komm schon. Ey, du Bauer. Irgendwas muss hier noch sein. Sicherheit. Hier oder was? Nee. Hier ist nichts. Schade. Hier oben aber auch nicht.
verstehe ich gerade nicht. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wivernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Oder müssen wir jetzt wieder zurück? Mal auf die Weltkarte gucken. Einen Wegpunkt setzen. Dass wir schnellstmöglichst wieder zurückkommen. Ja, toll, das hilft uns gerade auch nicht weiter. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ja gut, wir wissen auf jeden Fall, dass Rittersporn war. Wie komme ich jetzt weiter? What the fuck, fast verreckt. Wollt ihr möchte gerne denn? Der ist doch schon besoffen. Alles klar. Verdammt, schon wieder verlaufen. Und ihr Söhnchen handelt mit Wissen. Nö, ich hab mich nicht verlaufen. Was willst du? Ja, weißt du doch, was ich will. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde.
Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Nichts Interessantes. Das nehme ich mit. Hier ist bestimmt was, oder? Ja. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Und fertig. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Bauer und Markgraf Henke. Henke? Das kann nicht sein. Markgraf Henke? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Gerald, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Junge. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Ja, dann machen wir das mal, ne? Sicher. Junge, die Folge geht auch schon wieder ziemlich lange. Dann mal schnell. Wir haben schließlich eilig. Das Beste, was für dich bereit. Eins zum Preis von uns. So gut, wir sind da. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Fußspuren. Hier nehme ich erstmal was mit. Eine Menge Krempel zum Verkaufen. Silberzylinder.
Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Ah, das stimmt. Gucken wir mal weiter. Na. Wir klauen die hier mal. Ist eh nicht da. Ach, das war nur was zum Anzünden. Und hier die Truhe. Kriege ich wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal nach oben. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber bring die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. In Liebe, er. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Dürfen wir auch noch ein Rätsel lösen. Das ist eine Tür, aber wie geht die auf? Da muss irgendwo ein Schalter sein. So. Ja, eine Folter, nee, eine Weinflasche. Ah, hier. Ah, ja, so aus wie eine Folterkammer. 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Sonst hier was zum Mitnehmen? Nee. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Viele Bücher. Nehme ich mit. Noch ein Brief. Von Dudu. Ciri. Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Sonst noch was? Hier ist noch ein Hinweis. Ein Fleck. Würfelöl. Ah, hat er doch recht gehabt. Der gute Geralt. Dann sehen wir mal nach, was hier unten vor sich geht. Oh. Triss. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Merigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Ja. Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wirst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig.
Was ich erfahren habe, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Du hast eingewilligt, mir zu helfen? Ja. Deswegen muss ich dir aber nicht alles sagen. Diesmal lasse ich dir deine Dreistigkeit durchgehen. Aber nur, weil seine Hoheit, der Markgraf, wirklich was mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt hat. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Natürlich benutzt der Arsch uns. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Tess, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut, bis dann. Und danke. Ja gut, an der Stelle war es das jetzt auch schon für den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, haut rein.